Auch ich begrüße euch ganz herzlich an diesem Sonntagmorgen und wünsche uns Gottes Frieden, wenn wir gemeinsam sein Wort betrachten. Wir haben es in der Einleitung gehört, wir feiern heute ein ganz besonderes Fest für uns als Gemeinde, aber auch innerhalb des Reiches Gottes, Tauffest. Das ist ja immer eine große Freude, wenn Personen, ob jetzt jünger oder älter oder sogar ganz alt, davon erzählen, wie sie Christus begegnet sind, beziehungsweise wie Christus sie gefunden hat und ihr Leben verändert. Und das wollen ja diese vier heute dann auch bezeugen. Sie wollen ein Zeugnis bringen aus ihrem Leben, wie sie diese Erfahrung der Erneuerung erlebt haben. Und auf das Bekenntnis hin wollen wir sie dann taufen. Wenn wir jetzt aber in die Geschichtsbücher hineinschauen, dann müssen wir feststellen, dass die Taufe als solches gar nicht ursprünglich aus dem christlichen Kreis entstanden ist. Das bedeutet, auch andere Glaubensgemeinschaften haben schon vor dem Christentum Leute getauft. Zum Beispiel im Judentum wurden Leute getauft, bevor Jesus kam. Und die Juden brauchten die Taufe, um Heiden, also Nicht-Juden, in ihrer Gemeinschaft aufzunehmen. Man nennt solche Heiden, die sich zum Judentum konvertiert haben, die sich zum Judentum bekehrt haben, Proselyten. Und diese sogenannte Proselytentaufe, also diese Heidentaufe, war ein einmaliger Akt, in welchem die Person mit der Taufe dann aufgenommen wurde. Und mit der Taufe gab sie dann zu verstehen, dass sie das alte Leben hinter sich gelassen hatte. Hatte man als Heide unterschiedliche Götter angebetet, würde man das jetzt nicht mehr tun. Hatte man als Heide den Sabbat nicht gehalten, dann würde man jetzt anders am Sabbat sich verhalten. Hatte man als Heide Schweinefleisch gegessen, so würde man das als Proselyt nicht mehr tun. Denn Schweine sind ja bekanntlich unreine Tiere für die Juden. Taufe bedeutete also den endgültigen und öffentlichen Verzicht auf die frühere Lebensweise. Taufe bedeutete der Tod des alten Ichs, der Tod einer alten Handlung oder Haltung, einer alten Identität. Man lässt das Alte hinter sich. Und wenn wir dies bedenken, dass Taufe so verstanden wurde, schon bereits zur Zeit Jesu, dann überrascht uns es auch nicht, was der Apostel Paulus in diesem Text geschrieben hat, den wir aus Römer 6 gehört haben. Er sagt zum Beispiel in Vers 3, Römer 6, Vers 3, oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft wurden? Oder in Vers 6 sagt er, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Taufe bedeutet, das alte Ich abtöten, das alte Ich aufgeben, das alte Ich hinter sich lassen. Mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung hat Christus die Sünden oder die Schuld der Menschheit bezahlt, eines jedes Einzelnen. Und der sich auf Christus Jesus hintaufen lässt, und das werdet ihr, wenn ihr nachher aufmerksam hinhört, dann werden wir immer wieder sagen, auf das Bekenntnis,
dass dir deine Sünden herzlich leid sind und auf das Bekenntnis, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und dein persönlicher Heiland. Auf diesen Christus hin werden wir die Taufe machen und derjenige, der auf diesen Christus sich taufen lässt, der sagt, ich bin mit Christus damals ans Kreuz genagelt worden. Ich bin abgestorben, ich bin getötet worden, ich bin nicht mehr da. Meine Natur ist begraben, ist ersäuft worden. Und das ist genau das, was Taufe eigentlich an für sich bedeutet. Ersäufen oder ertrinken. Der Mensch, alte Mensch wird ersäuft. Er wird ertrunken. Wenn früher Schiffe zu sinken drohten, sprach man von Taufe. Oder als die römischen Soldaten 70 nach Christus die heilige Stadt Jerusalem einnahmen, dann heißt es in einem historischen Bericht von Flavius Josephus, das war ein Geschichtsschreiber aus der damaligen Zeit, wie er berichtet, dass die Römer Jerusalem tauften. Sie überfluteten mit ihren Soldaten die Stadt und zerstörten sie völlig und ganz, sodass nur noch Schutt und Asche zurückblieb. Das ist das, was Taufe bedeutet, liebe Gemeinde, liebe Täuflinge, liebe Zuhörer. Diese vier Personen haben erkannt, dass in ihrem Leben etwas passieren muss. Dass es so nicht weitergehen kann. Sie haben verstanden, dass sie Sünder sind und dass sie nichts aufbringen können, um diese Schuld wieder gut zu machen. Dass sie einfach mit leeren Händen da vor Gott stehen und Gott nichts zu bieten haben. Und über diesen Zustand haben sie Reue getan, über ihre eigene Sünde. Und Reue bedeutet Einsicht, Reue bedeutet Bedauern oder Sehnsucht nach Vergebung. Sie sind mit Christus gestorben. Aber nicht nur das. Taufe bedeutet nicht nur das Abtöten, das alte Ich hinter sich lassen, sondern Taufe bedeutet jetzt dann auch im Gegensatz, eine neue Identität zu bekommen, ein neues Ich. Die Verbindung mit einer neuen Sache. Ich habe euch von den Heiden erzählt, die zum Judentum sich konvertierten. Nun, sie haben nicht nur die alten Sachen hinter sich gelassen, wenn sie sich getauft haben, sondern sie haben sich dann auch mit neuen Sachen identifiziert. Sie haben nicht nur die alten Götter hinter sich gelassen, sondern sie haben jetzt dann den einen Gott Israels angebetet. Die Identifizierung mit etwas Neuem. Und wenn wir jetzt wieder zurück zu unserem Text kommen aus Römer 6, dann lesen wir in Vers 4, so sind wir nun mit ihm begraben, das, was wir gehört haben, bereits begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, aufgepasst, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Wie Christus auferweckt worden ist, sagt Paulus, so werden auch wir in Neuheit wandern. Oder dieser bekannte Vers aus 2. Korinther 5. Siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Eine neue Kreatur. Als Gläubige sterben wir nicht nur mit Christus, sondern wir werden durch ihn verwandelt. Buße bedeutet, das alte Leben aufgeben und hinter sich zu lassen. Es tut mir leid, aber es tut mir nicht nur leid, sondern ich habe jetzt einen neuen Herrn, einen Heiland, einen König, einen Propheten, ich habe einen Erlöser, der mich zu sich zieht und ihm folge ich
gerne nach. Taufe, ihr vier, bedeutet, dass ihr euch von Gott abhängig wisst. Dass ihr eine neue Identität bekommen habt. Eine neue Cedula. Da steht jetzt nicht Casado oben, da steht jetzt nicht Soltero oben, sondern da steht jetzt Christ oben. Kind Gottes. Liebe Leute, besonders die wir hier getauft sind. Wir haben auch mal hier vorne gestanden. Wir haben auch mal unser Zeugnis gegeben, wie wir diese Veränderung in unserem Leben erlebt haben, wo wir das Alte hinter uns gelassen haben und wo wir uns ausgestreckt haben zu dem neuen Ziel hin. Wo wir eine neue Cedula bekommen haben, eine neue Identität. Und ich frage mich, ist unsere Cedula abgelaufen? Ist diese Begeisterung für den Herrn immer noch so da, als an dem Tag, wo wir hier vorne standen und bezeugten mit klaren Worten, Christus ist mein Herr? Wo ist diese Begeisterung geblieben in unserem Herzen, wo wir gesagt haben, so geht's nicht mehr, so kann ich nicht mehr und so will ich nicht mehr? Wo ich dann sage, aber ich weiß, dass der Herr lebt und dass er mir neues Leben schenkt, ewiges Leben. Wo ist dieses Feuer in uns geblieben, wo wir sagen, ich will in dieser Neuheit mit Christus wandeln? Denn Taufe ist mehr als ein Pflichtgefühl. Taufe ist mehr als ein frommer Akt. Taufe ist ein Geschenk Gottes, wo wir die Verheißungen Gottes an uns erleben. Wer bin ich? Zu wem gehöre ich? Wohin gehe ich hin? Das ist ein Geschenk, wo wir Antworten auf diese Fragen bekommen, wo Gott zu uns spricht, du bist mein, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein Kind. Und so kann ja Paulus auch zwei Kapitel später, in Kapitel 8, selber Brief, Römerbrief, sagen, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Aber Vater. Ich denke, uns wird das gut tun, wenn ihr aus eurem Leben erzählt. Und ich hoffe, egal wie jung und wie alt bekehrt wir sind, dass wir von diesem Zeugnis und von diesem Feuer etwas abnehmen. Und all diejenigen, die immer noch in diesem alten Leben wandeln und sich noch nicht bekehrt haben, die Taufe ist ein Schritt, der später folgt. Erst folgt die Bekehrung, erst folgt das Bußetun, das Einsehen, dass ich so nicht vor Gott bestehen kann eines Tages. All diejenigen, die dieses nicht gesehen haben, frage ich, wann? Wann? Wie lange wollen wir warten? Wir wissen ja nicht mal, ob wir Nachmittag da sind. Und heute Nachmittag feiern wir ein Begräbnis in dieser Kirche. Wir wissen ja nicht mal, ob wir die nächste Minute da sein werden. Warum schieben wir Dinge dann hinaus, wo wir nicht mal mehr garantieren können, dass wir dann existieren? Wollen wir klare Sache machen mit Gott und unser Leben Christus übergeben, der für uns gestorben und auferstanden ist und der uns eine Neuheit schenkt? Wir beten. Gott Vater, so sehr hast du die Welt geliebt, dass du uns deinen einzigen Sohn gegeben hast, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Danke dafür. Wir danken dir für deine Barmherzigkeit und für Güte.
für die Gnade, die du uns schenkst, dass du uns rufst, dass du an unserer Herzenstür stehst und anklopfst, dass genau ich gemeint bin. Genau für mich war das Ganze. Ich brauche es. Und wir danken, dass diese vier Personen das eingesehen haben, dass sie dich brauchen und das Erlösungswerk, das dein Sohn für uns vollbracht hat. Und wir bitten dich, segne ihr Leben, schenke deinen Geist, die Fülle deines Geistes und Freude in der Nachfolge. Und wir bitten auch für Freude und Gelassenheit, wenn sie jetzt gleich anschließend ihr Zeugnis bringen, dass dies zu deiner Ehre sein kann und dass wir angesprochen werden, dass wir ermutigt werden, dass wir als Gemeinde so erbaut werden. In deinem Namen, Jesus, beten wir das. Amen.